Der 28. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und er beschert uns ein absolutes Traumduell am Abend. Der FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und weil das so ein klasse Spiel ist, haben wir uns aus diesem Anlass gleich mal aus der ZDF-Expertenriege bedient. Hier ist Holger Stanislawski. Herzlich willkommen. Dani, guten Abend. Er hat sein Werkzeug gleich mitgebracht, das Tablet, dann kannst du später schön analysieren für uns. Aber erst einmal die Frage, Stani, die Bayern gegen Dortmund, das war mal, es gab Zeiten zumindest, da war das der deutsche Klassiko. Gilt das heute auch? Im Prinzip gibt es die Tabelle nämlich gerade nicht her, der erste gegen den vierten, heißt es da. Ich glaube, dass es die letzten Jahre ein Stück weit enger zusammen war zwischen beiden Mannschaften. Dortmund befindet sich ein bisschen im Umbruch, haben viele gute Spieler verloren. Insofern kann man jetzt nicht ganz vom Klassiko sprechen. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren wieder so ein bisschen annähern. Aber im Moment ist es, glaube ich, ein bisschen zu weit auseinander. Es ist vor allem auch ein Duell der Torjäger, Aubameyang gegen Lewandowski. Aubameyang hat, wir erinnern uns, das Hinspiel entschieden mit seinem Tor zum 1:0. So stand es auch am Ende, hat sich irre gefreut und in seinem jugendlichen Überschwang dann auch gleich noch ein paar Liegestützen gemacht. Das war die erste Niederlage für die Bayern in der Saison. Die zweite gab es gegen Hoffenheim gerade eben her. Was heißt das jetzt für die Bayern? Wie gehen die in dieses Spiel? Sie müssen im Prinzip nicht gewinnen, wollen aber doch wahrscheinlich mit einigermaßen guter Laune in die Champions-League-Woche gegen Real Madrid gehen. Ja, ich glaube, dass es jetzt ein ganz wichtiges Spiel für sie war, um ganz einfach sich für Real Madrid auch auf warm zu spielen, wirklich so auf Betriebsmodus zu kommen. Und man weiß natürlich auch, wenn Bayern München mal ein Spiel verloren hat, dann ist es grundsätzlich so, dass sie dann extrem unangenehm zu bespielen sind. Sie wollen das gerne wieder gerade rücken, wollen auch zeigen, einmaliger Ausrutscher. Insofern war das, glaube ich, ein relativ ungünstiger Zeitpunkt, um dann gerade gegen Bayern München spielen zu müssen. Die Bayern schlagen Borussia Dortmund deutlich. Holger Stanislawski ist heute bei uns aus der ZDF-Expertenriege. Es gibt viele Themen, über die wir jetzt noch sprechen können. Zunächst einmal können wir feststellen, dass es das erwartete Torjäger-Duell heute nicht gegeben hat. Also dennoch, wenn man über Lewandowski spricht, muss man auch über Aubameyang sprechen. Lewandowski jetzt mit 26 Treffern, Aubameyang bleibt bei 25. Das sind zwei Stürmer, die ja unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf der einen Seite haben wir Robert Lewandowski, diesen Bilderbuchathleten, Traum aller Trainer, Schwiegermütter, verlässlich, seriös, treffsicher. Auf der anderen Seite der hochbegabte Paradiesvogel Aubameyang, der ja wahnsinnig viele Chancen hat, leider hin und wieder auch mal eine liegen lässt. Wen hättest du lieber in deiner Mannschaft? Mit beiden könnte ich mich anfreunden. Also wenn ich so einen Sturm hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch noch meinen Supermarkt noch mal wieder zur Seite schieben und noch mal Trainer machen. Nein, sie sind beide Ausnahmeathleten, jeder auf seine Art. Völlig unterschiedlich, aber was das Wichtigste eben ist für einen Stürmer, die wissen, wo das Tor steht. Und heute war Lewandowski logischerweise ein Stück weit viel, viel effizienter, viel zielstrebiger auch. Und insofern hat er dieses Duell heute natürlich für sich entschieden. Aber wieso logischerweise? Also Aubameyang ist kaum in Erscheinung getreten. Er hat eine Chance gehabt, die hat er vergeben. Woran lag da? Was war da heute los? Waren das irgendwelche Folgen noch aus der, ich nenne es mal, Maskenaffäre, Spiel gegen Schalke vor einer Woche? Ja, er ist ja ein bisschen extrovertierter. Das ist seine grundsätzliche Art. Das braucht er, glaube ich, auch für sich. Aber ich glaube, vor so entscheidenden Wochen kann das natürlich auch insgesamt so ein bisschen ablenken. Auch innerhalb der Mannschaft. Vielleicht hat er bei der Situation, wo er eben das Tor auch machen kann, wo er alleine auf den Torwart zuläuft, vielleicht hat er die Maske dann noch aufgehabt. Aber grundsätzlich ist es so, dass das manchmal auch ein bisschen ablenken kann. Und ich glaube, sich in entscheidenden Momenten jetzt gerade am Ende der Saison auf seine sportliche Leistung zu konzentrieren, ist, glaube ich, ein bisschen besser als mit diesen kleinen Scharmützeln. War vielleicht mal ganz witzig, muss aber nicht immer sein. Also auf jeden Fall hat Robert Lewandowski heute geliefert und noch ein anderer Bayern-Spieler. Das schauen wir uns jetzt mal in deiner Analyse an, Stani. Leg mal los. Ja, wir fangen natürlich mit dem 1-0 nochmal an. Bayern im Angriff, versuchen das wirklich über die Außen dann noch vorzutragen, dann ins Zentrum zu spielen, um dann eben auch Robben, der absolut draußen wartet. Schmelzer hat ihn zwar im Blick, ist aber natürlich logischerweise auch nach innen geschoben. Robben macht das Spiel extrem breit, um dann eben auch Tempo aufzunehmen. Und jetzt kommt eine entscheidende Szene, Lahm hinterläuft, sodass Robben wirklich auch sein Tempo aufnehmen kann, 1-gegen-1, 1-gegen-2 suchen kann. Und jetzt kommt eine Szene, Robben spielt ihn ins Zentrum und da ist ganz einfach viel zu viel Platz für Thiago, der dann wiederum außen Lahm bedient, weil sie natürlich im Zentrum jetzt sehr, sehr massiv sind. Lahm hat außen relativ viel Platz und Robben sehen wir jetzt
der außen vorbereitet hat. Im Zentrum auch wieder bindend, 5 Dortmunder und Ribéry setzt sich nach hinten ab. Richtig gut rausgespielt, richtig konzentriert zu Ende gespielt und die Dortmunder einfach keinen Zugriff gefunden in dieser Situation und deswegen kriegst du dann auch so ein Tor und fängst eigentlich relativ früh relativ schlecht an. Thema Pressing, das ist was, was der BVB ja doch auch schon mal gut beherrscht hat. Heute hat es nicht so geklappt. Vielleicht können wir uns das auch noch mal anschauen. Woran hat es gelegen? Ja, Dortmund stand natürlich immer auch für diese, wenn sie den Ball verloren haben, dann diesen zweiten Ball eben relativ schnell zurückzugewinnen. Aubameyang fängt hier an, die ganze Mannschaft will, aber immer einen Schritt zu spät. Sie lassen die Bayern wirklich da rausspielen, die Bayern spielen wenig Kontakte, spielen sich dann wieder über außen durch, bleiben normalerweise in der Situation auch im Ballbesitz, weil es ein klares Handspiel ist. Jetzt das Dortmunder Umkehrspiel und jetzt eigentlich so eine Situation für Dembélé. Das, was Robben auch immer macht, in hohem Tempo auf die letzte Kette draufgehen. Und dann verliert er so ein bisschen das Tempo. Das ist das, was ihm noch fehlt im Vergleich zu einem Weltklasse-Spieler wie Robben. Er hat das Tempo, er ist mit Sicherheit noch schneller, aber er hat noch nicht diese letzte Konsequenz, das Tempo auch beizubehalten. Und deswegen unterscheidet sich da Dembélé natürlich auch ein Stück weit von Robben. Arjen Robben, hast schon gesagt, Mann des Spiels heute. Schauen wir uns das 3-1 nochmal an und ich habe dann gleich auch noch eine Frage. Ja, in der Offensive sicherlich Robben absolut richtig klasse gespielt heute. Dortmund wieder im Angriff. Man sieht schon, Schmelzer ist auch ein Stück weit mit nach vorne gekommen. Völlig normal auch, dass er sich offensiv mit einschaltet. Und Robben spekuliert schon so ein bisschen. Und jetzt, wo der Ball geklärt wurde, müsste Schmelzer eigentlich auch im höchsten Tempo zurück. Das ist immer Gefahr, wenn die Bayern eben möglichst über ihre schnellen Spieler dann auch kontern können. Das heißt, diese 14,5 Meter zuzulaufen gegen einen Arjen Robben, wenn er ein bisschen eher vorher losgelaufen wäre, dann hätten wir diese Situation jetzt völlig anders gehabt. Denn dann hätte sich Sokratis nämlich auf die Außenbahn konzentrieren können und Schmelzer wäre schon in dieser Position gewesen. Das ist nicht der Fall, weil es zu spät war und deswegen erwischt er beide eigentlich auf dem falschen Fuß. Und es kann keiner dem anderen helfen. Und Robben in einer 1-gegen-1-Situation mit einem hohen Tempo, sorry, möchte ich auch nicht mehr verteidigen. Ja, jetzt Moment mal. Ich möchte es ja einfach nur verstehen. Diese Szene haben wir gefühlt 8000 Mal gesehen und es funktioniert immer wieder und immer wieder. Warum checken die das nicht? Ich meine, Dortmund kann doch Fußball spielen. Da gelingt dem schon wieder dieser Trick. Das gibt's doch nicht. Da wirst du doch verrückt. Ja, es geht ja nicht nur den Dortmundern so. Das ist leider so, dass du, wenn ein Spieler mit den fußballerischen Fähigkeiten und auch mit dieser Überzeugung in seinem eigenen Spiel, mit diesem hohen Tempo auf dich zukommt, geht es nur, dass du das wirklich zu zweit schaffst, dass einer die Innenseite blockiert und der andere die Außenseite. Dass du dich da wirklich absprichst, du musst dich intern praktisch coachen, du musst sagen, du außen, damit wenn er nach innen kommt, kannst du dann zupacken. Und das ist eine Situation, wenn du da nur wirklich einen Meter Luft lässt, durch diese Lücke will er durch, geht durch. Mhm. Und das macht ihn eben zu einem Weltklasse-Außenspieler. Und er hat ja über Jahre hinweg diese Qualität. Wir wollen mal noch Stimmen hören. Den Trainer der Dortmunder zum Beispiel jetzt, Thomas Tuchel bei Jochen Breyer. Thomas Tuchel, war dieses Spiel, diese deftige Niederlage in dieser Höhe verdient? Ja, unterm Strich schon. Wir hatten allerdings sind auch zudem, dass wir unterlegen waren in der Summe über die 90 Minuten und auch stark unterlegen waren. Kein Glück heute mit dem Spielverlauf. Glaube ich, sehr, sehr gute 10 Minuten gespielt, zumindest in meinem Empfinden. Sind sehr mutig und sehr, sehr gut aus der Kabine gekommen, haben sehr gut begonnen, waren 2-0 zurück. So, deshalb ist natürlich in der Konstellation, in der wir das Spiel gespielt haben und in der Personalsituation, wenn du dann so einen Dämpfer bekommst, dass es sofort 2-0 steht, umso bemerkenswerter, wie wir dann weitergespielt haben. Aber zweite Halbzeit mit dem 3-1 war dann eine sehr lehrreiche, sehr bittere Erfahrung. Sie persönlich haben heute auch an ein, zwei Stellen sehr intensives Pressing gespielt beim vierten Offiziellen, insbesondere kurz vor der Halbzeit bei der Szene mit Arturo Vidal. Wenn Sie jetzt noch mal draufschauen, also im Spiel waren Sie ja offensichtlich der Meinung, es sei ein klarer Elfer. Wenn Sie es jetzt noch mal sehen, was sagen Sie jetzt? Also es gab ja, das hat von meinem Blickwinkel so ausgeschaut, als würde er den jetzt, wenn er sich draufwirft, mit der linken Hand unter seinen Körper schaufeln. Ich glaube, das ist eher der Kopf, ne? Es ist wahrscheinlich eher der Kopf, wobei wir nicht hundertprozentig sagen können, dass er den nicht mit der linken Hand hat. Und von meinem Blickwinkel sah es aus, als hätte er den komplett unter seinen Körper reingeschaufelt. Aber sehen Sie jetzt ein bisschen anders? Ja, klar. Wird Dembélé in den nächsten Spielen nochmal für die Mauer eingeteilt?
in der Personal, wenn wir mit der Aufstellung nochmal spielen, wird er wahrscheinlich auch wieder eingeteilt. Ne, für die Mauer meine ich? Ja, wenn wir in der Aufstellung nochmal spielen, dann wird er wahrscheinlich auch wieder eingeteilt. Wir können uns auch das nochmal angucken. Beim Freistoß springt er erst zu früh hoch und duckt sich dann weg. Ja. Sind das Szenen, die Sie mit den Spielern dann auch explizit nochmal besprechen? Ja, die müssen wir auf Fall besprechen. Wenn wir es nicht tun, wird das offensichtlich, sind ja schon der Zweite, der mich darauf anspricht, dann wird das ja über die Medien erfahren. Deshalb aber, das ist natürlich sinnbildlich. Ja. Ich glaube, wir haben mit 6 oder 7 Spielern heute gespielt, die zum ersten Mal ein Auswärtsspiel in München gespielt haben. Und so sah es auch teilweise aus dann. Das kannst du dir auf gar keinen Fall erlauben. Du darfst sowieso wenig Fehler erlauben. Aber in der Konstellation und wenn die Personaldecke so dünn ist und wenn wir so unerfahren auf dem Feld stehen, wie wir stehen, dann wünscht man sich natürlich eher vielleicht ein bisschen Übermotivation und vielleicht eine zu hohe Hand oder so an der Mauer als ein schreckhaftes Einducken. Aber fest steht, und das war mir vorher auch klar, wir werden dieses Spiel dringend benötigen, um im Halbfinale besser in der Allianz Arena zu spielen. Ich glaube nur, dass wir selbst dann der Außenseiter sind. Ja, ich meine den Pokal. Wir wären ja auch dann der Außenseiter, wenn wir in Bestbesetzung wären. So, das ist ja nun mal das höchste Niveau in der Aufstellung, in der Verfassung, wie die Bayern sind. Das ist das höchste Niveau, das dir begegnet. Da wären wir auch mit unserer besten Aufstellung erstmal Außenseiter. Aber für die beste Aufstellung bräuchten wir auch Training, wir bräuchten Energie, wir bräuchten Kraft, wir bräuchten alle Spieler fit und das haben wir gerade definitiv nicht. Und selbst dann wäre es für uns lehrreich, selbst dann bräuchten wir diese Erfahrungen, um daran als Mannschaft, in der Persönlichkeit der Mannschaft, im Charakter zu wachsen. So war es jetzt vor allem in der zweiten Halbzeit dann schon sehr bitter. Was bedeutet dieses Spiel heute für den Dienstag? Champions League gegen Monaco? Ja, ich hoffe nichts. Also für mich grundsätzlich nichts. Ich denke schon, dass auch alle Spieler das einschätzen können und dass sich jetzt nicht so gut angefühlt hat, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Aber es gibt natürlich viel, viel daraus zu lernen. Oder anders gefragt, wie viel Vorfreude auf Ihr erstes Champions League Viertelfinale ist möglich bei all den Sorgen, insbesondere was das Personal angeht? Ja, fragen Sie mich am Dienstag nochmal, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Es ist einfach kompliziert und es ist in dieser Saison, die von Anfang an eine große Umbruchsaison war, es ist einfach wahnsinnig viel, mit was wir umgehen müssen, mit was die Mannschaft umgehen muss. Und dann kann es auch mal so ausschauen, dass sich alle scheinbar darauf freuen, auf ein Spitzenspiel und das aber dann mit zunehmender Dauer sehr einseitig wird. Das fand ich jetzt heute in der Konstellation nicht so ungewöhnlich. Wird Marco Reus mitspielen können am Dienstag? Keine Ahnung. Marco Reus hat Stand heute noch kein einziges Mannschaftstraining absolviert. Das beantwortet eigentlich die Frage fast schon. Ich danke Ihnen. Ja, gerne. Ja, Stani. Wie interpretierst du jetzt die Worte von Thomas Tuchel? Irgendwie, das macht auf mich so fast ein bisschen resignierten Eindruck schon. So mit dem Blick auf das, was jetzt da in den nächsten Wochen kommt. Denn die Saison entscheidet sich jetzt. Also in der Bundesliga, aber auch im Pokal und in der Champions League. Ist das so eine Art vorauseilende Entschuldigung schon gewesen, die wir da gehört haben? Natürlich fehlen ihm einige Spieler, das steht außer Frage. Aber dadurch, dass du es jetzt beklagst, kriegst du sie ja auch nicht eher zurück. Insofern musst du die du hast, musst du natürlich extrem stärken. Und jetzt kommen diese entscheidenden Wochen, wo du natürlich alles gewinnen kannst und kannst aber auch alles verlieren. Das ist natürlich jetzt eine brandgefährliche Situation für Dortmund. Du kannst aus den Champions League Plätzen, also aus den direkten Qualifikationsplätzen rausrutschen. Wahrscheinlich wirst du im DFB-Pokal ausscheiden und mit Monaco hast du eine extrem starke Mannschaft, die unheimlich guten Offensivfußball spielt. Also das ist jetzt natürlich schon so ein bisschen so ein Vorbauen auch für die Situation. Das kann auch alles nach hinten losgehen, was wir uns natürlich nicht wünschen. Also Monaco, starke Mannschaft. Wir haben gerade eben hier gehört, Thomas Tuchel sagt, die Lage ist kompliziert. Hans-Joachim Watz gesagt, das ist eigentlich ein schönes Los. Ja, ein schönes Los heißt, wir haben großen Respekt, weil man natürlich gesehen hat, wie sie gegen Manchester auch gespielt haben. Und sie sind immer in der Lage, 2, 3 Auswärtstore zu erzielen, weil sie unheimlich offensiv stark sind. Eine sehr, sehr junge Mannschaft, sehr, sehr frei in ihrer Art, Fußball zu spielen, greifen mit sehr, sehr vielen Leuten an. Das wird ein ganz, ganz schweres Spiel und du musst am Dienstag ein gutes Ergebnis haben, damit du im Rückspiel eine Chance hast. Das wird ein toller Fußballabend, Stani. Was traust du den Bayern zu? Ja, ist natürlich ein Spiel, fiebern wir alle mit. Ich glaube, dass sich das gar nicht im Hinspiel entscheidet. Bayern muss aufpassen, dass sie
möglichst die Null halten hinten. Selbst wenn es ein 0-0 ist, sie sind auswärts immer in der Lage, auch ihre Tore zu machen. Ich denke, es wird sich diesmal erst im Rückspiel auch entscheiden. Und ich hoffe dann mit dem besseren Ende für Bayern und für Dortmund. Mhm. Sag mal noch einen Satz zu Carlo Ancelotti. Für die Bayern ist noch alles drin. Also auch das Triple, sollte es das Triple geben, würde er vermutlich gehen. Vielleicht geht er aber auch, wenn sie es nicht schaffen. Wird die Trainerarbeit immer mehr zur Projektarbeit? Ja, wenn er mit dem Triple geht, glaube ich, ist das alles auch zu ertragen. Das ist ja alles dann nicht schlimm, sondern es ist ja grundsätzlich schön. Es ist so ein bisschen so der Frühjahrstrainer. Er hat ja alles so ein bisschen auf das Frühjahr jetzt auch wirklich ausgelegt und hat gesagt, jetzt kommt die entscheidende Phase. Jetzt muss geliefert werden. Jetzt gegen Dortmund haben sie es geschafft. Aber jetzt kommen diese Spiele. Und dieses Projekt Champions League ist für Bayern München einfach das Projekt schlechthin. Und da muss jetzt abgeliefert werden, weil sie es vorher unter Guardiola eben auch nicht geschafft haben. Aber immer wenn er liefern musste in der Saison, haben die Bayern es getan. Immer. Dann ist er wirklich ein ganz, ganz großer und er hat es schon bewiesen. Und wir wünschen uns das natürlich alle, dass das auch so weitergeht. Also wir werden auf jeden Fall live dabei sein, liebe Zuschauer, Sie hoffentlich auch. Am Mittwoch die Bayern gegen Real Madrid in der Champions League ab 19.20 Uhr haben wir für Sie das Magazin und später melden sich dann die Kollegen live aus der Münchner Allianz Arena. Und das wird ein grandioser Fußballabend im ZDF.